Ja, einen wunderschönen guten Tag. Wir sind leider Gottes etwas gehandicapt. Manuela hatte ja eine ambulante OP und deswegen können wir leider Gottes nicht so, wie wir wollen und müssen jetzt mal ein bisschen das Haus hüten. Nichtsdestotrotz sind wir oder haben wir erste Erfahrungen mit unseren Luftfedern und mit den Hubstützen machen können. Und die Videos sind ja nun alle veröffentlicht. Und da zu diesem Problem einige Fragen gekommen sind, habe ich mir gedacht, dass ich mich jetzt hier schnell in die Villa setze und einiges dazu sagen werde. Wenn wir das jetzt beides mal zusammen betrachten, ja, war das eine insgesamt gute Investition, die wir hier getätigt haben. Letzten Endes basiert das auf der Geschichte, was machen wir? Kaufen wir ein neues Wohnmobil, behalten wir unsere jetzige Villa und dergleichen mehr. Und deswegen haben wir am Anfang des Jahres etwas beratschlagt und sind zu dem Schluss gekommen, auch aus finanziellen Gründen, dass wir unsere Villa jetzt behalten und diese jetzt entsprechend so aufrüsten, dass wir sagen können, wir können gut damit die nächsten Jahre fahren und sehen zu, wie wir vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt nochmal die Möglichkeit haben, ein anderes Wohnmobil zu bekommen. Ob das dann ein neues wird oder ein gut gebrauchtes, das sei jetzt mal dahingestellt. Das sind ganz entfernte Planungen bzw. Ziele, worüber es jetzt sich nicht lohnt zu reden. Ich meine, ca. 7.000 Euro jetzt hier rein investiert in dieses Wohnmobil nochmal zusätzlich mit diesen Hubstützen und den Luftfedern, das ist schon eine Größe und da ist eigentlich logisch, dass man nicht gleich wieder sagt, hier, ich renne jetzt los und suche mir ein neues Wohnmobil. Ich bin da zwar immer so mal ein bisschen hin und her gerissen, aber Manuela bremst mich dann an der einen oder anderen Stelle schon wieder ganz gut aus. Ja, was kamen für Fragen? Fangen wir mal an. Zur Hubstützenanlage, da kamen weniger Fragen. War meines Erachtens auch alles relativ gut erklärt in dem Video. Es kam eine Frage drauf, gibt es eine Notbetätigung, falls mal kein Strom mehr da ist und dergleichen mehr, dass man die Zylinder ablassen kann? Ja, die gibt es. Und zwar direkt an den Hubstützen ist eine Schraube, die man aufdrehen kann und dann kann man den vorhandenen Öldruck darüber ablassen und so können die Hubstützen durchs Eigengewicht einfahren und das letzte Stückchen muss man sicherlich dann hochdrücken oder mit Wagenheber oder mit Keilen oder wie auch immer, dass man das dann, denn ganz abgelassen kann ich ja nicht fahren. Das als erstes. Und die zweite Frage, die dazu kam, Preis, die Anlage kostet inklusive Einbau in der Firma SHR Hydraulik, inklusive Service dort allen, was da geboten wird, 5.400 Euro. Und wir haben heute noch mal miteinander geredet, der Inhaber und ich, und haben mehr oder weniger, weil auch schon die Frage, gibt es irgendwelche Jens und Manu-Rabatte? Nein, die wird es nicht geben. Sie sind die preiswertesten mit einer Top-Anlage, die wiederverwendbar ist, die alle Kriterien der Sicherheit erfüllt und wo der wenigste Aufwand an einem Wohnmobil getrieben werden muss. Sprich, keine Löcher gebohrt und dergleichen mehr. Das habt ihr alles im Video gesehen. Insofern ist das ein fairer Preis und ich verstehe,
den Ulrich Reinhardt dort, dass er sagt, er geht hier nicht auf den Basar, sondern fairer Preis für eine Top-Anlage und damit sollte es genug sein. Weitere Fragen zum Hubschützensystem kamen jetzt erstmal nicht. Die meisten Fragen kamen jetzt zur Geschichte Luftfedern. Warum ich mich für die Firma Goldschmidt entschieden habe, ist ganz einfach, weil sie einen doppelten Faltenbalg bieten. Gell? Weil die Anlage sehr sauber verarbeitet und verbaut ist. Und ja, weil es halt auch von der Firma so angeboten wurde. Ich habe mich allerdings auf der Messe, auf der CMT, mit allen Anlagen ein bisschen beschäftigt. Die eine ist etwas preiswerter, die andere, wie hier Goldschmidt, doch etwas teurer. Aber es ist eben alles so, dass Otto Normalverbraucher, der ein bisschen Bastelerfahrung hat, das alles selber tun kann. Ja? Es gibt noch von Alco oder von Linnepe Anlagen, da muss ich unter Umständen selbst mir einen Platz suchen, wo ich den Kompressor verbaue, ist keine Halterung dabei und dergleichen mehr. Hier ist alles wirklich so hergestellt, dass vorhandene Befestigungspunkte genutzt werden können und man eben ganz gut durch die Gegend kommt. Ja, erste Erfahrung und Preis war so ein Kritikpunkt in einem Kommentar. Habe ich jetzt nicht unbedingt als Kritikpunkt aufgefasst. Der Videotitel lautete ja Einbau. Und dass im Nachgang natürlich noch mal was dazu kommen wird, war für uns von vornherein klar, eben auch um solche Fragen und Sachen zu beantworten. Erste Erfahrung: Ich bin aus der Garage dort rausgefahren, eine kleine Schwelle, die dort als Bordsteinkante vorhanden war, und ich habe schon deutlich gemerkt, dass das Fahrzeug wesentlich steifer, wesentlich, ich kann es schlecht beschreiben, steifer anders reagiert hat auf bestimmte Lenkbewegungen und so weiter und so fort. Und habe ich als sehr, sehr angenehm empfunden. Wir haben hier auf diese Anlage zuerst 3 Bar draufgegeben. Wir haben ja dieses Soft-Touch-Panel, was da so ist. Ich muss da nochmal bei Goldschmidt nachfragen. In der Bedienungsanleitung steht, dass der Betriebsdruck der Anlage zwischen 0,5 und 7 Bar sich befindet. Natürlich mit 0,5 Bar, da ist noch nicht viel passiert. Wir hatten zuerst 2,5 Bar, da haben die Kontrollleuchten noch geleuchtet. Und hier steht in der Bedienungsanleitung, die von Goldschmidt mitgeliefert wurde, so ein Punkt drinne, dass man diesen Druck an den Manometern einstellen kann und für sich selbst machen kann. Also dass, wenn man praktisch das Ding aufpumpt, gehen die Lampen bei dem von sich ausgewählten Druck dann selbstständig aus und man weiß, dass man den richtigen Druck eingestellt hat. Natürlich, wenn ich jetzt genau an dieser Druckgrenze bin, sieht man, wenn das Fahrzeug federt, dass dann immer wieder mal die Lampen angehen. Ja? Hier würde ich aus meiner Erfahrung, wen das stört, dass diese Lampen ständig dann auf und angehen, darauf plädieren, dass ich mal als Beispiel 2,5 Bar, der Druck würde ich jetzt als den für mich gültigen nehmen, würde ich 2,3 Bar die Lampen einstellen, ja, sodass im Prinzip dieses Schwanken dort weitestgehend beseitigt ist. Ich habe selbst für mich noch keinen richtigen Druck gefunden. Ich experimentiere noch. Wir fahren jetzt mit 3,2 Bar. Ist deutlich härter gegenüber dem, was vorher gewesen ist. Ich werde jetzt allerdings bei den nächsten Fahrten mal unter 3 Bar gehen und werde dort nochmal sehen, wie sich das auswirkt. Auf jeden Fall ist vom Fahrverhalten das so: Man fährt auf der Landstraße und es kommt ein LKW, Bus oder ein großes Fahrzeug entgegen, wo man ohne Luftfedern doch Mühe hatte, das Fahrzeug gerade zu halten. Also es gab immer dann eine Korrektur am Lenkrad. Diese ist weitestgehend ausgeschaltet. Also da muss ich sagen, ist ein ganz viel besseres Fahrverhalten möglich.
Ich hatte mich ein bisschen in der Kurvenfahrerei an die Querneigung gewöhnt und wusste auch, wie ich damit umgehen soll. Das ist jetzt neu, das muss ich jetzt wieder neu lernen und muss sehen, wie ich damit zurechtkomme. Das wird sich über die Dauer dann sicherlich einstellen. Ja, also erste Erfahrung sage ich auf jeden Fall durchaus positiv und ich finde, das ist ein Muss für jedes Wohnmobil, was wirklich über 3,5 Tonnen zusätzliches Gesamtgewicht fährt, weil die sind dann schon in der Federung relativ weich und man merkt das, wenn man Schlaglöcher fährt und so weiter, dass dort schon die Feder oft durchschlägt und hinten die Anschlagpuffer dort ihren Dienst mehr als in Anspruch nehmen. Preis der Anlage mit Einbau ca. 1500 Euro. Hängt ein bisschen vom Aufwand ab, wie groß und so weiter. Aber so Pi mal Daumen könnt ihr euch 1500 Euro merken. Wir haben die Anlage selbst bei Amazon gefunden. Da gibt es einen Link unter dem entsprechenden Video. Ich werde es auch hier nochmal mit drunter machen. Ich denke mal, da ist es ein paar Euro preiswerter, als wenn man es direkt beim Händler dann mitmacht. Möglich ist für bestimmte Fahrgestelle auch eine Auflastung über diese Zusatzluftfedern hinzubekommen. Habe ich mich jetzt darum noch nicht gekümmert. Ich muss das Fahrzeug auch noch mal wiegen jetzt, wie wir jetzt alles verbaut haben. Im Moment ist auch gerade unser Roller drinne. Mal sehen, ob ich es diese Woche mal schaffe. Würde mir auch ein Wiegeprotokoll ausdrucken, dass ich euch das mal zeigen kann. Im Moment fahren wir ja mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 4.400 Kilo und bei der letzten Wiegung, die wir gemacht haben, da war eigentlich alles so drinne, wie wir es jetzt auch drinne haben. Es war anstatt des Rollers die Fahrräder drinne mit der entsprechenden Halterung und allem drum und dran. Hatten wir ein Gewicht von 3.980 Kilo mit mir, wo ich drinne gesessen habe. Meine Ella war da nicht drinne, so dass wir ca. 400 Kilogramm Luft haben. Hier ist jetzt zusätzlich reingekommen die Hubstützenanlage mit 70 Kilo. Und die Luftfedern, naja, was werden die wiegen? Also auf keinen Fall mehr wie 5 Kilo oder vielleicht 10 Kilo, weil die Ankerplatten da für die Luftfeder haben ja auch ein Gewicht. Also ich denke mal maximal 10 Kilo, sodass wir 80 Kilogramm mehr haben. Ich denke, wir sind auf jeden Fall im Gewichtslimit drinne. Aber wie gesagt, ich werde es nochmal machen. Hier mit Auflastung muss ich dann gucken, was möglich wäre bei diesem Fahrgestell. Vielleicht kann mir Goldschmidt da nochmal einen Tipp geben. Ein User hat geschrieben, dass er Quietschgeräusche an der Hinterachse hat. Die kommen in der Regel von den Federbüchsen, also da, wo die Federlager mit der Karosserie zusammen verbunden sind. Dort mal vielleicht in die Werkstatt fahren, die Schrauben rausnehmen, machen lassen, Graphit nein machen, weil Graphit hat eine Kriecheigenschaft und damit kann man sicherlich diese Quietschgeräusche verhindern. Ein weiterer User hat geschrieben und hat ge gesagt, dass ein wesentlich besserer Federungskomfort vorhanden wäre, wenn man von dieser zweilagigen Blattfeder die untere herausnimmt und dann nur noch mit einlagig fahren würde und dann den restlichen Federungskomfort über die Luftfeder macht. Vorsicht! Hier ist wirklich Vorsicht geboten. Einer hat geschrieben, es ist nicht erlaubt. Doch, es ist erlaubt, weil ja die Zusatzfeder die andere Geschichte dann mit übernimmt, also die von der Federung ist es machbar. Nachteil ist, bricht die Feder, dann ist es ganz schwierig, dann ist das Fahrzeug eigentlich unfahrbar. Ja, das wäre der erste Worst Case. Und der zweite Worst Case ist,
Wenn ich jetzt dieses Fahrzeug, wie ich es hier habe, nehme und würde dort die untere Lage ausbauen, würde die Luftfeder so hart eingestellt werden müssen, dass es wieder kontraproduktiv wäre. Ich habe heute früh extra mit Goldschmidt telefoniert und habe mir das mal eigentlich begründen lassen, was ich eigentlich auch von vornherein schon von mir aus gedacht habe. Die Fahrzeuge, die sowieso an der Belastungsgrenze sind, bitte nicht ausbauen, wirklich nicht, sondern die Luftfeder so wie die Blattfeder so lassen, wie sie ist. Das andere Beispiel wäre, wo es möglich ist, zum Beispiel ein Kastenwagen, der ein Maxi-Chassis hat und damit auch diese zweilagige Blattfeder verbaut hat, ein Eigengewicht hat von ca. 2600 Kilo, ein zulässiges Gesamtgewicht von 3500 Kilo hat, der kann an dieser Stelle durchaus diese untere Lage ausbauen und dann damit die Luftfeder diesen restlichen Federungskomfort machen. Man kann solche Sachen nicht komplett verallgemeinern. Ja? Es ist bei einem möglich und beim anderen völlig kontraproduktiv. Das bitte als gegeben hinnehmen. Ja, zwei User haben mehr oder weniger einen Tipp gegeben und auch über den Verbau geredet. Auch dazu habe ich mit Goldschmidt direkt gesprochen. Man denkt oder man hat es vielleicht auch schon erlebt, dass diese Kunststoffrohre, die nach hinten verlegt werden, durchgescheuert werden können oder von Mottern durchgebissen werden können. Ja, Mottern, das kann durchaus passieren, da gebe ich schon recht. Aber durchscheuern ist ja schwer hergeholt. Wenn natürlich Kabelbinder verwendet werden und die ganz fest angezogen werden, dann ist schon mal die Gefahr da, dass es durchscheuern kann. Aber Goldschmidt sagt, die Wandung ist so stark, dass ein Durchscheuern eigentlich ins Fabelwesen gehört. Ja, dann eher, dass sie so spröde wären, dass sie hart wären und dadurch brechen. Das könnte durchaus möglich sein. Aber das kann bei so einer Anlage, die jetzt seit 3 Wochen montiert ist, eigentlich nicht passieren. Ersatz für Leitung und Verbinder mitnehmen, das ist kein schlechter Gedanke, werde ich auch wirklich machen. Dazu werde ich mir nochmal die Maße von dieser Luftleitung entsprechend besorgen, so dass ich auch ja, ein Stückchen Ersatzschlauch mitführe und entsprechenden Verbinder dann machen kann. Wenn man unterwegs ist und hat sowas da dabei, ist es auf jeden Fall eine gute Geschichte und zielt eigentlich auch so in diese Richtung, wenn falls mal was passiert. Marder, davor sind wir nicht gescheut. Goldschmidt selber verbaut diese in einem Kunststoffrohr. Gut, die haben auch da sicherlich etwas anderen Anspruch, weil es sauber aussieht und so weiter und so fort und das Ding dann nochmal geschützt ist. Aber auch von ihrer Aussage her ist es nicht unbedingt notwendig. So viel dazu. Aber jeder hat seine Erfahrung gemacht. Eintragung, ja, das muss gemacht werden. Auch ich habe das bereits gemacht. Das Einzige, was ich noch tun muss, ja, ich habe hier diese Eintragung berufsmäßig selbst machen können. Das darf ich auch. Ja. Ich war beim Einbau da dabei, habe im Prinzip alles gesehen, was da gemacht wurde und kann damit auch diese ganze Geschichte machen. Habe dieses entsprechende Gutachten, was ich von Goldschmidt mitgeliefert komme, bekommen habe, allerdings nur zum Einbau der Luftfederanlage. Das ist nicht zur Auflastung. Das muss extra bestellt werden bei Goldschmidt, weil das ist abhängig von vielen, vielen Faktoren. Ja? Und hier in diesem Teilegutachten stehen eben alle Sachen drin, was ich zu machen habe, wie es gemacht werden muss und so weiter und so fort. Das ist mein täglich Brot. Und hier steht eben eindeutig drin, dieses reicht nicht aus, wenn ich hier diese Eintragung gemacht habe, also dieses Dokument erstellt habe. Nein, ich muss es in die ZB1,
was ich hier jetzt als Kopie vorliegen habe, eintragen lassen. Dann steht hier unten in Ziffer 22 dieser ganze Text, der hier unten drinne steht, wird dann hier übernommen und damit ist es in die Fahrzeugpapiere eingetragen. Hier bin ich aufgrund dieses Gutachtens dazu verpflichtet. Das werde ich auch in den nächsten Tagen tun. Denkt dran, wir haben eine Griechenlandreise vor uns und damit ist diese Sache dann schon für mich ganz wichtig, dass wir das machen. Ist auch eigentlich berufsbedingt, muss das so sein. Ja, das waren im Wesentlichen die Fragen. Ich hoffe, ich habe sie alle zur Zufriedenheit beantwortet. Ich denke mir, mit dieser Geschichte Federlage einbauen, ausbauen, ja oder nein, ist sicherlich nochmal Diskussionsthema. Und wir können sicherlich über vieles diskutieren, aber hier in meinem Fall macht es keinen Sinn. Ich danke euch für das Interesse an diesem Video. War eine tolle Geschichte und solche Produktvorstellungen in dieser Art und Weise werde ich sicherlich in der nächsten Zeit öfters machen. Und mir hat das selbst auch eine ganze Menge Freude bereitet. Und ja, bis zu einem nächsten Video. Macht's gut und wir sehen uns mit weiteren Videos auf jeden Fall wieder. Bis dann!